So, meine Freunde, ich darf euch herzlich begrüßen und zwar zum alt festgesessenen, noch niemals dagewesenen Format. Doch schon mal da gewesen übrigens. What is up? Das heißt, ich habe hier in meinem Teamspeak jetzt einen Subscriber, den ich jetzt ausquetschen werde. Und das ist die gute aka Staubregen aus dem Twitch. Oder auch, in dein richtiger Name ist? Katrin. Katrin. Ja. Kane redet jetzt hier erstmal direkt, hier alles voll. Ich hoffe, man hat es gehört. Katrin, und du kommst, wie ich schon vernommen habe, aus Österreich. Ja. Und bist ADK-Main und gehst mit mir zusammen auf die Botlane. So, ich bin natürlich Main-Supporter, deswegen ist das gar kein Problem für mich. So, du kommst aus Österreich und eher so ländlich. Ich meine, Österreich ist ja insgesamt überall ländlich, oder? Ja, nee, neben Wien her. Okay, also eher nicht so ländlich, sagst du. Na doch, ich bin komplett aus einem Kaff. Also auch Berge und so, oder? Ist das nicht so ja? Das Bild, was man immer von Österreich... Da ist ja auch überall Berge, oder nicht? Ja. Also, und ist das dann auch so, wo du dann morgens mit so... Wo dann so ein Mann vorbeikommt mit so einer riesen Milchkanister aus Heid... So aus was Heiden... Was trauriger ist, ja, ich bin aus so einem Dorf gekommen, ja. Echt? Okay, ich hab das jetzt eigentlich als Troll gesagt, aber... Damen dürfen umsonst reiten. Das ist ja lustig. Vielen Dank dir, Harry, für den Sub. Welcome. Ja, welcome. Das ist ja lustig. Ja, scheiße, ich hab nicht gespielt. Das ist ein bisschen räudig. Dann kann jemand nicht direkt... Okay, also, und, aber wo du herkommst, ihr hattet keine Tiere oder sowas? Oder auch so Kühe und sowas? Nee, Kühe hatten wir nicht. Normale Haustiere. Also, normalen Veranstaltungszeichen. Vielen Dank auch an Kachu. Vielen Dank dir. Welcome. Normale Haustiere, also ein Hund. Hund, Katze, Rabe, Ratten. Rabe, ja. Also, ist ja Rabe. Abraxas. Die hört sich an wie so ein Zauberrabe oder sowas. Der hatte dann auch, der ist ja so frei rumgeflogen oder hattet ihr den in so einem Käfig dann die ganze Zeit? Also beides. Also der hat doch wirklich wie ein Hund auf den Namen gehört. Aber der ist auch wiedergekommen. Also wenn der ist draußen rumgeflogen und wiedergekommen. Okay, das ist crazy. Das ist crazy. Abraxas, ja, crazy. So, ich bin ready übrigens. Kann jederzeit losgehen. Ich sag, wenn es losgeht. Los! Ah, ich hab noch Ignite. Ah, okay, hätte ich vielleicht Feuer machen sollen, wäre sie tot gewesen. Jo. Ah, aber ich hab noch Flash. Ich könnte Flash Faust machen. Hast du noch einen Sprung oder so? Nee, nicht, ne? Nee. Flash Faust. Ich bin für Flash. Ich werde zwar Instinct gestunt, aber Flash Faust gleich. Bereite dich vor. Oder Flash Grab. Flash! Ah! Okay, gut. So. Ja, ich hab den Kill bekommen. Renn. Ich nehme noch die Kanone. Okay, noch nicht. Ja, schön. Den Kill wollte ich natürlich nicht haben. Okay, weiter geht's. Nee. Hobbys? Hast du irgendwelche Hobbys? Oder? Oder hattest? Ich gehe gerne snowboarden im Winter. Snowboarden? Ja. Bei euch? Ja. Das ist ja crazy. Das ist sehr crazy tatsächlich. Und, aber das kostet übel viel. Was kostet so ein Schneebrett? keine Ahnung. Moment, kurz. Ist der GameStop immer noch zu laut, Leute? Ich kann es auch leise machen, müsst ihr sagen. Du Easy schreibst hier gerade. Also, ja, okay, sorry. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mein Snowboard jetzt seit 5 Jahren, glaube ich. Also, eigentlich gehört es erneuert. Aber was hast du bezahlt damals? Bisschen leiser, okay, machen wir noch ein bisschen. Machen wir so, zack. Ja, circa 200. 200, okay, aber das einmal nur gekauft, ne? Nicht ständig, alle 2 Jahre oder so. Nee, einmal. Okay, ich warte mal. Und sonst noch was oder halt nur Schneebrett fahren? Schneebrett fahren. Ja, zocken natürlich. Zocken LOL oder? Nee, LOL eher. Und Oxygen. Ja, Oxygen. PUBG, CSGO, Battlefield, also eher ja, auf dieser. Doch nicht. Eher auf dieser Shooter-Seite. Shooter also? Ja. Okay, das ist crazy. Du hattest gesagt, ich glaube, du hattest noch nicht dein Elo gesagt, oder? Hier im Dings? Bronze 1. Bronze 1, ja. Und das wäre mit AD-Carries. Ja. Gezwungener Maßnahmen. Warum? Weil du immer in die Richtung gedrückt wirst, oder warum? Ja. Mit den Kumpels, den du spielst. Ich war früher Midlane. Und... Da ich nur mit Freunden spiele, aber nur Normals, bin ich dann auf die ADC-Seite gepackt worden und seitdem bin ich ADC-Main. Ja, okay, aber Frauen sind ja sowieso nur ADC-Spieler oder Midlane oder Support. Ja. Ja, okay, ich meine, es sind schon 3 Rollen, aber es sind nur diese Rollen. Es ist niemals Top-Lane oder Jungle. Okay. Ich glaube, Jungle tun die Frauen nie.
Wobei ich Toplane zum Beispiel auch extrem cool finde. Nur cool finden oder spielst du es auch? Ich würde. Ich meine, ich finde Snowboarden auch cool, aber ich habe noch nie geschneebrettert. Geschneebrettert. Nee, ich muss auch ehrlich sagen, Kannst du die Dinger hier wegpushen, dann können wir gleich vielleicht fighten. Ja, okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen, auch wenn ich es getan habe. Aber ich wollte es nicht. Alles gut. Wo waren wir denn? Toplane, ob cool finden, Champions, sowas. Sylvia hat Shield raus. Echt? Aber ich hab, die kriegen wir gleich schon. Ich hab's versucht. Jetzt! Ah, das hat locker getroffen! Hä? Safe, Leute, Chat sagt es, das hat safe getroffen. Ich muss sagen, ich möchte meinen Teammates meistens nicht sowas zumuten, dass ich einen neuen Champion ausprobiere und dadurch spiele ich eigentlich immer nur dieselben. Deswegen versuche ich mich auch nicht in einer neuen. Jetzt! Ja, Mark! Ja, ich hab hier Ignites drauf! Later! Also, wenn das kein guter Supporter ist hier. Die Hooks, sie sitzen aber. Bis auf der eine, der zählt nicht. Der war Hitbox, Alter. Der hat safe gesessen. Hast doch getroffen, war nur ein Minion. Ja, okay, aber guck mal, gute Voraussetzung, dass du richtig halt durchgehen kannst hier, ne? Schön. Kannst ja zeigen, was du kannst. Ja, das ist ja auch mal. Oder auch nicht. Nee, aber das ist ja auch schön, wenn, ich meine, wenn mal, wenn die Frauen halt mal so carry-lastige Champions spielen würden, wo du halt wirklich 20 Kills machst und so, dass das Team einfach carries, dann wird man ja auch nicht da als abgestempelt, ne? Ja, klar. Ich meine, da ist man dann selber. Hast du denn so dieses Problem mit diesem Ruf oder eben nicht so? Also, beziehungsweise. Also, wenig LOL-Spiele habe ich das Problem nicht. Ich habe es eher in CSGO gehabt. Ah! LOL, Hitbox! Hitbox! Ja, GG, also, oh, schade. Also, der hat safe nicht getroffen. Der hat GG, Alter, richtig. Aber cool. Heal raus. Ja, und wir können gleich wieder was. Oh, renn. Ich kann ihn knock-upen gleich. LOL, geht auch so. Ich würde ehrlich gesagt wieder basen. Ja, dann gehen wir mit dem Shoppen. Ich habe auch keinen Mana mehr. Okay, was gibt's noch zum, ihr könnt auch übrigens ein paar Fragen in den Chat droppen jetzt, wenn ihr Fragen habt an sie, könnt ihr das, aber ordentliche Fragen, ne? Alles andere, werde ich ignorieren oder timeouten. Ich glaube, ich brauche eine Träne, habe ich das Gefühl. I need. Need Träne. Ja, was gibt's noch? Achso, was arbeitest du? Oder machst du Ausbildung, Schule? Ich war beim T-Mobile Shop als Verkäuferin. Handys. War. Ja, also war. Nicht mehr. Nee. Weil einfach kein Bock mehr oder gibt's einen Grund? Ja, mein Vater, der ist krank. Da fehlt, das sage ich jetzt mal, Zeit ein wenig. Beziehungsweise. Achso, okay. Also ich darf über Verkäufer bei T-Mobile herziehen oder nicht? Klar. Also was heißt herziehen? Super gern. Herziehen will ich nicht, aber ich hatte einen Kumpel damals aus der Schule, der war da auch mal in so einem Handyshop gearbeitet und der meinte, erstmal ist so ein Laden sowieso relativ überflüssig mittlerweile in der heutigen Zeit. Weiß ich nicht, ob ich da vielleicht jemanden angreife, kann sein. Aber er hat halt auch gesagt, ihm hat das gar nicht gefallen, dass du halt so dieses, du musst halt die ganze Zeit so reden, so, ja, viel lügen und Sachen reden, überzeugen und dieses Hinterrum und so, das hat ihm nicht gefallen. Ja, das hatte ich auch das Problem. Also ich würde jetzt nicht sagen, direkt lügen, sondern... Ich hab was! Ah! Ich wollte eigentlich gerade warten gehen. Raus, renn. Ich mach. Ja, renn, lauf, flieg, nimm, ja, gut, ist gut. Ich halt nochmal hier so und tschüss. Das ist okay. Also, es gibt, ich muss auch safe sagen. Ja, ne, ist okay. Ich muss auch safe sagen, wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich Leute, die nicht so sind. Aber bei ihm war es halt so. Naja, ich würde jetzt auch nicht sagen lügen, aber er musste halt. Es war viel so drumherum und sowas. So, okay, du darfst sagen jetzt deine Meinung. Es ist nicht direkt das Lügen, sondern dieses. Die Worte ein wenig verdrehen. Ja, so in die Richtung meine ich auch. Also, das hat ihm zumindest nicht gefallen. Gibt ja auch vielleicht Leute, die da komplett drauf aufgehen oder drin aufgehen. Das möchte ich ja gar nicht bestreiten. Hast du noch ein Wort? Nee, ne? Ja. Okay, dann go. Tipp an dich jetzt hier. Wir wollen ja auch was lernen. Ja. Da oben. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Vision. Na. Habe ich noch ein Stack? Nee, leider. Doch, ein Stack habe ich. Die Kanone. Ich würde gleich wieder was grabben.
Warte auf den richtigen Moment. Annie hat Stun plus Tibas. Ja, ich hab Grab. Okay. Jetzt! Oh mein Gott! Holy! Schieß! Das reicht! Okay, ist okay. Ich hab leider einen Kill bekommen, den wollte ich natürlich nicht. So. Achso, jetzt ihr könnt mir fragen. Gerne fragen, wenn ihr Fragen habt. Star Wars oder Herr der Ringe? Gar nichts von beiden. Gar nichts von beiden? Nee. Also du bist gar nicht auf sowas. Was ist dein Lieblingsfilm? Oh Mensch, ich bin eher auf der Horrorschiene unterwegs. Horror, also so Saw und sowas. Nee, das ist kein Horror, das ist Splatter. Splatter? Ja, okay, also was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ich würde sagen Insidious. Kenn ich nicht. Der zweitbeste Horrorfilm? Oh, Holy. Holy? Kenn ich auch nicht. Kappa. Nee. Okay, ja. Keine Ahnung. Ich bin dabei. Okay, ich bin auch da. So, als würde ich hier drauf gehen und dann gehe ich hier drauf. Ah, schade, okay. Sie hat halt ihr kackes Shield da immer. Ja, okay. Also, kennst du nicht, weißt du nicht. Nee. Zurzeit eher mehr Serien. Welche? Ich habe gerne Grimm geschaut. Grimm? Grimm, ja. Auch Animes oder gar nicht so? Anime One Piece. Ich hab was. Nevermind. Luft. Gehst du schon wieder shoppen? Nee, oder? Ja, doch. Du baust nicht Infinity Edge First, oder? Nee. Alles gut. Doch baust du, safe. Nee. Okay. Ja, okay, dann hast du mal Glück gehabt. So boostert bin ich dann doch. Ja, okay, nicht. Hast du mal Glück gehabt. Sonst hättest du jetzt was anhören müssen. Nee, alles gut. Was haben wir noch? Ja, ihr könnt definitiv noch ein bisschen kreativer werden hier. Pizza oder Burger? Pizza, okay. Wobei selbstgemachter Burger definitiv gut ist. Also, ja, dann also ist Burger definitiv besser. Ich war ewig Pizza-Fan, aber mittlerweile gar nicht mehr. Irgendwie. Also, ganz selten. Also, relativ selten. Du hast gesagt, du kommst aus Österreich. Und kannst du mal irgendwie sowas auf Österreichisch sagen? Zum Beispiel. Das, was jeder kennt, ist Ohrkatzelschwarf. Ja, das ich meine, so ein Satz oder so. Oh, boah, Alter, die Botlane ist auch mal. Ja, hier! Und der Grab war gerade voll nice. Töte ihn! Schieß! Ja, okay. Wenn ich gestunt bin! Das hört sich so lustig an. Herrlich. Aber also, und du sprichst ja jetzt Hochdeutsch. Das musstest du ja auch so ein bisschen lernen, oder? Also nicht im Sinne von eine komplette neue Sprache, aber so, man kann ja nicht instant komplett Hochdeutsch, oder? Nee, es wird bei uns eigentlich generell. Ich hab sie, ich weiß es jetzt schon. Oh mein Gott, töte sie, schieß, ich tank. Okay, sehr gut. Ich will dich ja nicht so oft unterbrechen, aber ich muss halt jedes Mal hier ran an den Speck. So, also. Lernen oder wie ist das? Nee, da bei uns eigentlich das meiste in Ding gesprochen wird, na, wie heißt's? Hochdeutsch, Bayerisch, Österreichisch. Kärntnerisch. Was für ein Ding? Kärntnerisch. Das ist was? Der Dialekt. Ja, okay. Also, ja, okay, also das heißt, aber, ja, stopp, wenn ich das jetzt verstehe, du willst mir sagen, da bei euch viel in Dialekt gesprochen wird, ist es nicht so, also brauchst du nicht so viel Hochdeutsch. Nee, es wird sehr wenig Hochdeutsch bei uns gesprochen. Ja, aber du musst es ja trotzdem so ein bisschen, ich weiß es halt nicht, wie es ist, aber trotzdem so ein bisschen, vielleicht in der Schule mehr Routine reinkriegen. Ja, in der Schule wird es zwar gepredigt, macht aber kein Schüler, kein einziger. Ja, aber bist du denn richtig on fire dann, so, oder passieren dir auch ab und zu so Fehler? Also ich komme mal wieder runter. Wie meinst du? Ja, dass dir irgendwelche Sprachfehler passieren oder so, weil du nicht so richtig drin bist, so im Sprechen, oder? Also ich frage einfach nur, ich habe keine Ahnung. Ich komme mal Botlane. Lass erstmal hier was machen. Ich gehe rein. Go. Das ist natürlich schön, dass der sich... Ich hab euch... er stirbt, aber... er hat mein Silence geblockt, der Reuden. Aber wir sehen es positiv, ich lebe ja noch. Talon ist hier. Okay, den könnten wir eigentlich für... Okay, ja, vielleicht... ich bleib aber hier.
Okay, das ist auch gut, das ist auch gut. Alter, was ist denn hier los? Was denn los? Ja, schön. Richtig, richtig schön. Ketchup oder Mayo auf oder neben den Pommes? Ketchup. Ketchup. Okay, ja, ich bin auch so für Ketchup. Aber ab und zu schmeckt Mayo auch ganz gut, also. Ja, aber besser Ketchup als Mayo. Ja, gut. Aber dieses Och-Katzenschwurf, das ist, sagen ja auch die Bayer, oder nicht? Ist das so, ich komme nicht aus Deutschland. Ja, aber wenn du jetzt mit einem Bayer sprichst, ist das dann sowas ganz anderes so? Oder? Nee, die verstehen mich komplett normal. Also da rede ich auch kein Hochdeutsch oder sonst irgendwas. Da ja, rede ja, ich also, wenn Dialekt. Du halt deinen Dialekt sprichst. Also ist ja nicht derselbe Dialekt, ne? Das ist ja schon nee, was anderes. Aber es ist fast gleich. Also, ihr versteht euch. Ja. Ich hoffe, der nervt mich jetzt kommst hier du? Nicht. Okay, du bist da. Was heißt kommst du? Ich bin hier. Ich gehe aber in meinem Shop, ich habe keinen Mana mehr. Lass mal Toplane gehen, bitte. Dann okay. Können wir den Turm da holen. So, och, was kommt? Nee. Ich mach mal das. Ameisen oder Gottesanbeter? Wahrscheinlich wieder noch. Gottesanbeter. Ja, echt? Warum? Ja. Weil ich selber mal welche gehabt habe. Du hast echt welche gehabt? Ja. Okay, das ist verrückt. Ich ist sogar Stabameisen. Du hast Ameisen. Stabameisen habe ich mal gehabt. Das sind aber Gottesanbeter dann, oder nicht? Nee, ist wieder was anderes. Weil Stabameisen habe ich noch nie gehört. Das hört sich eher nach so einem Ast. Gott, hä, was sind ja, denn Stabameisen? Ja, das ist quasi wie ein Ast. Ja, aber das sind ja keine Ameisen dann. Nee, aber sie heißen. Das ist ein einzelnes Tier. Ja. Ja, okay, also keine direkten Ameisen. Nein. Also eher Gottesanbeter hin. Oder ja, genau. Haben die Insekten gefressen oder Blätter? Blätter. Ja, okay, dann sind das fast Mieden. Sollten wir mitgehen? Stabheuschrecken wahrscheinlich, ja. Fast Mieden. Irgendwie ja, sorry. Mein ja, Bett. Das kommt hin. Ich dachte schon, Stabameisen noch nie von gehört. Ich denke, ich muss meinen Gott komplett. Ich werde schon was nachgucken müssen. Kaufen. Googeln und kaufen. So, wie sieht's mit dem Team aus? Ist ganz okay bisher. Melford endet ein bisschen. Welche Haarfarbe hast du, wird hier gefragt? Natur oder gefärbt? Beides. Naturbraun, gefärbt gerade blond. Blond. So richtig helles Blond oder also ja, so? Ja, ich möchte auf das Aschweiße gehen. Aschweiß, also das sagt mir sofort alles, da weiß ich Bescheid. Nicht. Das alte Omi weiß. Ich grab jetzt gleich, pass auf, warte. Ja, jetzt ja, hab ich aber gerade meine Bombe raus. Ja, egal. Go! Nevermind. Okay, raus. Renn. Flieg, spring. Sion kommt nach unten. Hä, wo kommt Sion? Da oben kommt er noch. Ja, okay, das passt. Der Sturm ist wirklich klein von dir so. Ist das erste Mal, dass ich den neuen Skin jetzt sehe? Im Game. Geh lieber raus, lass nicht fighten. Das hat nichts. Machst du Sport, wird hier gefragt. Ja, Snowboarden halt. Aber sonst nichts. Also ist ja, ja nicht schlimm, ne? Aber. Nee, ich war früher Leistungssportlerin in Turnen. Turnen? Ja, Turnen. Bodenturnen und Geräteturnen. Mach aber jetzt gar nichts. Also mehr. So mit. Diese. Ich weiß gar nicht. Ich hab das in der Schule. Oh, get this hier. Ich hab was. Hätte ich eigentlich noch Silence, aber ich warte, glaube ich, noch. Jetzt! Weg! Töte die. Jetzt nicht leid. Schieß! Okay, renn! Also im Verein wirklich? Ja, ich war Landesmeister. Du warst Landesmeister oder ja. Euer Verein? Nein, ich war Landesmeister. Du. Ja, okay. Alles klar. Schön. Ja, dann herzlichen Glückwunsch nochmal. Auch wenn es wahrscheinlich schon 10 Jahre her ist oder so. Wie alt ja, hast genau. Du? Ja. Hab ich noch gar nicht gefragt. Wie alt bist du überhaupt? 22. Also, und das war wie lange her? Ja, so circa 10 Jahre. Ja, okay. Schön. Ja, guck. Ja, ich dachte, ich muss mir jetzt was anhören. So, ja, 10 Jahre, so alt bin ich auch noch nicht. Landesmeister, und was macht man da? Was muss man da so, was, also... Ist das so mit Boxspringen und sowas dann? Oder das ist ja wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja was, also was wir in der Schule gemacht haben und jeder gehasst ja, genau. Hat, aber... Nee, das ist Dreck. Reckturnen zum Beispiel oder einfach Bodenturnen. Ich hab grad Dreck verstanden. Du meinst Reck, okay, Reck. Okay. Reck. Boden, Reck und Schwebebalken. Schwebebalken ist... Da läuft man drüber, oder was? Ja, das ist so ein Balken, wo man drüber läuft. Und dann macht man da so verschiedene Moves drauf. So genau. Akrobatikmäßig. Genau. Ja, okay. Und der, worin warst du besser als die anderen? Du warst schneller oder sauberer oder
Es gibt da verschiedene, sagen wir so, Elo-Stufen. Elo-Stufen, okay. Es gibt Bronze, Silber und Gold. Bronze, die heißt also. Noch, ja, die heißen wirklich so. Und, lass mal, achso, du bist gerade oben. Ja, okay, dann komme ich hoch, aber, ja, okay. Ja, ich habe die Farben genommen. Komm mit da. Ja, nee, bleib ruhig oben, dann können wir, oder nee, lass unten gehen, weil oben ist immer Sion und unten können wir dann sowas töten, irgendwie sowas wie Annie oder so. Also auf die Botlane willst du? Ja, Botlane, lass Botlane, weil, ja, da gibt's Kills. Nee, und für jede schwierigere Choreo kriegst du mehr Punkte. Achso, also das baut man so aus, okay, ja, okay, das verstehe ich. Gehst du gerne feiern, wird hier gefragt, von Pia Mars. Nee. Ich hab hier, also ich warte bis ihr noch. Jo, bin hier. Ja, geil. Also feiern nicht so. Alkohol? Nee. Wenig. Cocktails? Gar nicht. Gar nicht. Also du bist nicht so der. Nee, der, ich trinke Bier. Du trinkst Bier. Okay, und welche? Was trinkt man so bei euch? Kennt man wahrscheinlich gar nicht. Nein, ihr kennt das gar nicht. Wahrscheinlich so Kuhbräu oder so. Wow. Nee, Villacher Gösser heißt das. Was? Villacher oder Gösser. Ho, 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 ich hab was. Ja, leider. Das ist ja free. Also Leute, spielt Blitzcrank. Wobei, nee, spielt ihn besser nicht, weil wenn ihr die Grabs nicht trefft, ich meine ich ja, ne, aber sonst. Naja, nee, aber wirklich, also Blitzcrank ist halt, ich glaube auf der Elo ist Blitzcrank echt broken, aber halt nur wenn du die Grabs halt wirklich landest. Ich geh mal im Choppen. Nee. Ja, ich mach. Lol, ich hab ihn genockt gehabt, aber er macht da, interessiert ihn aber nicht. Ich hab die auch noch, ich hab sie, lol, ja, vorn. Zack. Woo, beep, 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 bop, bop, bop. Okay, was hast du, Samsung oder Apple? Samsung. Gut so. Also ich hatte mal Apple, aber war nicht so begeistert. I have to say. Naja, bin auch nicht so der Fan davon. So. Gösser muss man kennen. Was für Gösser muss man kennen, Alter? Das kennt man doch nicht. Das kennen wahrscheinlich, ihr seid wahrscheinlich alles Österreicher. Ich kenne keinen Gösser. Wo bin ich hier gelandet? Ja, gute Frage. Rauchst du? Ja. Jeder hat einen Laster. Ja. Also rauchen, hast du denn schon mal versucht aufzuhören oder eher nicht so? Ich war ein Jahr nicht rauchen. Aber dann hat es sich wieder gepackt. Ja. Dann durch Stress bedingt, oder? Stress. Also es hatte irgendwann, es war zu viel und dann hast du gesagt, jetzt rauche ich wieder. Ist so circa, ja. Ja. Okay, das ist natürlich schade. Weil, also, ich meine, das kann ja jeder selber für sich entscheiden, aber ich finde Rauchen halt richtig GG, also. Ja, ist das auch. Also GG, BG, WR so in die Richtung. Ich meine, ja. Kann ja jeder für sich entscheiden. Ich komm mal Toplane wieder. Jo. Man kostet ja auch viel Geld, ne? Das stimmt. Wobei in Österreich nicht. Was so raucht viel sie denn, wird hier noch gefragt. Blaue, ich hab was, ich hab was, oder nicht? Nee. Lass aber Talon ist hier. Ja. Hier ist noch ein Wort. Und Master G. Ja, aber wir warten jetzt hier. Die wissen, die denken zwar, dass wir noch hier sind, aber. Nein, das passt, das klappt. Das klappt. Nee. Jetzt kill Master G, kill Master G, kill ihn. Kill ihn. Ja, siehst du, wie das klappt? Jetzt schieß ihn ab und die auch noch. Easy. Jetzt den auch. Ja, okay, ich bin raus. Tschüss. Later! Also es war aber gut. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht gut war. Also Hater könnten das sagen. Ich nehme den mal rüber hier. Lol. Nee. So, okay, hier geht's noch weiter für das war's. So, also ihr könnt weitere auch droppen, ne? Tattoo, hast du Tattoos oder Piercings? Piercings, Tattoo kommt erst. Kommt noch bei. Du hast Piercings und Tattoo kommt noch. Ja, genau. Und Piercing, also in der Nase wahrscheinlich. Ja, aber nicht das typische Mädchen-Piercing, sage ich jetzt mal, so dass das auf also der Seite. Also an der einen Nasenseite. Ja, das habe ich nicht, sondern in der Mitte, also diesen Stierring. Der heißt Stierring, der heißt auch Septum. Ne? Septum. Genau, ja. Ja, gut, das ist auch Geschmackssache. Da bin ich schon auch ganz oft immer schon oft drüber diskutiert. Aber im Prinzip muss es ja der Person selbst gefallen. Ne? Aber ich meine, manchmal ist es. Ich sag immer so: Septum mag ich nicht,
Bei einigen sieht es aber gut aus, aber bei denen, wo es gut aussieht, würde es, glaube ich, auch, die sehen auch einfach ohne gut aus. So würde ich es beschreiben. Aber das kann jeder... Das glaube ich sogar ein Kompliment. Inwiefern? Ja, von dir. Ja, also weiß ich nicht. Also ist halt schwierig, weil also ich habe ganz am Anfang immer da überall drüber hergezogen. Vor allem, weil wir in der Schule mal jemanden, ich meine, da war so ein Kerl, der hatte einen riesigen Bullenring in der Nase und das ist, glaube ich, nochmal ein Step drüber. Nee, das heißt, es kommt immer drauf an, wie zierlich, also ich, es soll ja nur was Kleines sein. Oh, Sion, den habe ich, oh mein Gott, den habe ich! Wie geil. Jetzt sind noch Siege? Ja, so ganz am Anfang habe ich immer, ich habe das immer in der Schule immer wieder angesprochen, wie sehr ich Septons sogar hasse. Aber irgendwann habe ich mal jemanden gesehen, der sah sogar ganz gut damit aus. Ah, ist halt schwierig. Ich weiß auch noch bei Berlin Tag und Nacht, ja, das hat meine Schwester damals immer geguckt und da war auch eine bei, so eine Blonde. Die kennt bestimmt auch noch jemand von euch. Die hatte auch so einen Septon und die sah auch eigentlich relativ gut aus. Aber bei der hätte ich nämlich immer gesagt, die sah auch locker ohne gut aus. 6 Monate schon beim Clickbait-Meister. Vielen Dank dir, der Do. Vielen Dank. Ja, das war ja eine schnelle Runde eigentlich. Ja. Ja, wolltest du noch irgendwas zum Septum oder irgendwas sagen? Ja, es kommt halt drauf an, wenn du eine Frau bist und recht zierlich bist, dann brauchst du dir nicht einen, weiß ich nicht, was Großes reinhauen. Da reicht so was Kleines, Zierliches. Was also reden wir am besten von Septum. Nicht, dass ich kenne meinen Chat. Also ja, ja, also ich meine, das war ja auch eher ein Kerl und bei die Frauen haben ja meistens eher so kleine und dann mit so Steinchen dran oder irgendwie irgendwelche Ringen oder irgendwas so. Ne? Ach, das war ja ein Ranked, ne? Das war ein Ranked, ja, tatsächlich. Das war ein Ranked. Oh Gott. Ja, 66. Mal gucken, warum habe ich plus 29 LB bekommen? Das liegt daran, dass ich Gold 2 bin, glaube ich. Ach, okay. Oder nee, stopp, ich bin Silber 2. Aber ich habe auch eine ziemlich gute MR, glaube ich. Und deswegen hast du so viele Punkte bekommen. Ja, ist doch geil. Guck mal an. Na, ich habe auch fast den meisten Damage im Team gemacht. Cool. Vielen Dank auch nochmal an Darkshow 1234. Ne? Ja, es hat mir sehr gefallen. Ich möchtest du noch jemanden grüßen oder irgendwas sagen? Nee, alles gut. Okay, und dann möchte ich dich entlassen. Du hast es geschafft. Und danke, dass du hier dabei warst. Ja, ebenso. Danke. Tschüssi. Dankeschön. Tschüss.